so, als ich so verschiedene Gesundheitskanäle angeschaut habe im Internet, auf YouTube und so weiter, bin ich doch mal bei einem drauf gestoßen, der einfach gesagt hat, dass es so Ionisatoren gibt. Also Ionisatoren, das sind, das schaut so aus, das kann man zum Beispiel im Auto in Zigarettenanzünder reinstecken, die reichern die Luft mit negativ geladenen Elektronen an. Und zum Beispiel Waldluft ist deswegen so heilfördernd oder ein Spaziergang am Meer, weil dort die negativ geladenen Ionenkonzentration um ein Vielfaches höher ist wie in der Stadt. Also zum Beispiel ist am Meer sind diese negativ geladenen Ionen, haben da einen Pegel von 1000 bis 2000 und im Wald können sogar diese Konzentrationen auf 4.000 bis 6.000 ansteigen und bei Gewitter zum Beispiel bis auf 10.000. Und in einer Stadtwohnung, da sind diese negativ geladenen Ionen Konzentrationen sehr gering, also da hat man oft bloß 60 bis 80 Ionen pro Kubikmeter Luft und deswegen ist zum Beispiel Stadtluft auch gesundheitsschädigend, sag ich mal, und so ein Spaziergang im Wald oder am Meer halt eben so gesundheitsfördernd. Oder und genau, und ein so ein Teil kann ein Raum zum Beispiel von 10 Quadratmeter oder 12 oder 15 so mit negativ geladenen Ionen anreichern, dass man das Niveau von einem Waldspaziergang hinkriegt. Also wer das zum Beispiel in seinem Auto installiert oder zu Hause mittels so einem Adapter, das gibt es auch für ein paar Euro. Also so einer kostet so um die 20 Euro, so ein Adapter so um die 5 Euro. Dann kann man also in seinem Zuhause oder in seinem Auto ein Klima schaffen, als ob man am Meer spazieren geht oder als ob man im Wald spazieren geht. Also das merkt man, wenn man das zum Beispiel ins Auto reinsteckt und man lässt es so 3-4 Stunden brennen, also das kann man auch den ganzen Tag brennen lassen, weil das nur einen Stromverbrauch hat von 1 Watt, also das ist total gering, dann wird die Luft ganz klar und rein, wie als ob man auf einem hohen Berg spazieren geht. Und das funktioniert deswegen, weil diese negativ geladenen Ionen die Schmutzpartikel in der Luft binden und die fallen dann auf den Boden. Also die Luft wird dadurch ganz klar. Also das ist irre, wenn man das in der Stadt im Auto macht, dann kommst du von dieser relativ verunreinigten Stadtluft, schaust du dann dein Auto rein und da ist dann plötzlich kristallklare Luft da drin. Und das kann man natürlich auch zu Hause in seiner Wohnung machen. Also man wacht dadurch viel entspannter auf, als ob man halt eben Urlaub auf den Bergen macht oder im Wald. Das kann man eben zu Hause in seiner Stadtwohnung dann oder im Auto haben. Durch so Ionisatoren, die eben diese negativ geladenen Elektronen in die Luft bringen. Und das ist eine unbedingte Kaufempfehlung, sowas zu Hause oder in seinem Auto zu installieren, weil es dermaßen gesundheitsfördernde Wirkung hat. Und wer möchte nicht den ganzen Tag so eine Luft atmen, wie es zum Beispiel im Wald oder im Meer gibt. Also ganz tolle Erfindung.